Gut, sind wir mal ehrlich. Es hat ja schon was, wenn man sich daheim so richtig gemütlich macht. Gerade solange es draußen im Schwabeländle noch so ungemütlich ist. Bloß, so ein bisschen frische Luft wäre halt auch mal wieder nicht schlecht. Mal geschwind ins Forum von Mimotto reinguckt, was da so los ist. Hey, heute wäre Lust und Zeit. Wir schon die letzten Jahre zur links und rechts vom Rossfeld-Ringstraßentour. Wir kannten uns im Chiemgau treffen. Kommt wer mit? Also, am Freitag meine Sache aufgerödelt und ab an die frische Luft. 6 Stunden später war ich am Chiemsee. Das war fein noch ganz schön frisch aufmobbelt. Ah, das war ich fein. Was ein bisschen blöd war, die Campingplätze am Chiemsee waren alle noch zu. Saisonstart erst am Montag. Na gut, dann bin ich halt noch weitergefahren Richtung Berge. Inzell heißt das Kaff, wo ich dann fündig geworden bin. Ich bin noch am Abend bald ins Nest, weil es ist noch doch recht frisch geworden, so an der frischen Luft, gell? Von daher konnte ich mich über Frischluftmangel in der Nacht gewiss nicht beschweren. Samstag in der Früh. So langsam war es an der Zeit, mir mal ums Treffen zu kümmern. Die anderen wollten sich alle im nördlichen Chiemgau treffen, in Ammerang, ungefähr eine Stunde von hier. Also mal ins Forum gefragt. Also wir fahren mal eh durch Inzell durch und dann könnten wir uns da treffen, so um eine halbe Zweife. Grad recht. So blieb mir schon mehr Zeit fürs Frühstück. Pünktlich wie die Maurer waren sie da. Kurzes Getratsche, da ging's schon los. Auch wenn es eine Weile gebraucht hat, bis wir die Kirche im Dorf gelassen haben. Aber jetzt Genussmodus an, ich halt jetzt mal ab.
zweiten Nacht mit einem Haufen frischer Luft habe ich mir am Sonntag dann auf den Heimweg gemacht. Also schön war's, auch wenn's gescheit gesalzen war, aber schön war's. Ich würde sagen, meine Frischluftkur war jetzt gar nicht mal so schlecht, so vom ganzen Ding her. Da hätte ich mir was Schlimmeres vorstellen können. Und viel Geld kostet hat's jetzt auch nicht.